Hey, du! Wer ich? Psst. Ja, genau. Möchtest du eine Sonderfolge kaufen? Eine Sonderfolge? Ja, genau. Eine Sonderfolge von den Spektren Podcast. Nee, darauf falle ich nicht rein. Die ist doch kostenlos verfügbar. Inspektren. Der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin weiß, komme aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo, hier Noah. Ich sehe mich als Ace und demiromantisch und ich komme aus Deutschland. Noah, ich habe gehört, dass wir heute eine ganz besondere Folge haben. Eine Sonderfolge. Worüber sprechen wir da eigentlich? Wir sind ja jetzt seit einem Jahr, ne? Senden wir. Und wir haben beschlossen, da wollen wir doch mal über das Team reden und mal so ein bisschen, wie ist das eigentlich dazu gekommen? Und wir haben gedacht, na komm, ein bisschen Input wollen wir geben. Wir schauen uns mal so ein bisschen an, was ist eigentlich ein Team, Gruppenarbeit und so ein bisschen so in den Prozess reingucken. Und wir haben von den, ich sag mal, Hauptakteuren überall kleine Interviews. Ja, und zwar haben wir beschlossen, wir wollen euch einmal sagen, wer überhaupt da bei Inspektren dabei ist und haben die Inspektren-Mitglieder zu einem kleinen Interview gebeten. Einfach darüber, wer sie sind, wie sie sich auf dem A-Spec verorten, was sie beim Inspektren-Podcast überhaupt machen. Und ja, genau. Lasst euch einfach noch ein bisschen überraschen. Bevor wir anfangen, eins möchte ich noch dazu sagen. Und zwar sind das trotzdem nicht alle Mitglieder. Wir haben auch noch Leute im Hintergrund, die uns mithelfen, zum Beispiel beim Schnitt oder bei den Untertiteln, die teilweise vielleicht auch gar nicht erscheinen oder auch manchmal bei den Folgen mitmachen. Aber ich sag mal, wir haben jetzt quasi das, nennen wir es erstmal Kernteam, genau, was sich heute vorstellt. Viel Spaß! Hallo, hier meldet sich Noah aus der Nachbearbeitung. Ich wollte noch kurz einwerfen. Bitte wundert euch in den Interviews nicht, dass es unterschiedliche Zeitbezüge gibt. Wir haben die Aufnahmen für die Interviews zu ganz unterschiedlichen Zeiten, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, aufgenommen. Aber alles zusammengeschnitten, weil wir euch das gerne in einer Folge präsentieren würden. Also nun viel Spaß dabei und bitte nicht wundern. Tschüss. Dann würde ich sagen, lass uns mal zum ersten Interview kommen. Und zwar, Finn, würde ich sagen, wir beginnen mit dir. Jetzt stelle ich Oh dir mal nein. ein paar Fragen. Ja. Dann Fragen kommen, dann habe ich es hinter mir, oder? Ja, genau, sieh's mal so. Passt. Ich würde sagen, fangen wir doch mal klein an. Stell dich doch einfach noch mal vor mit Namen und Labels. Ja, also, mein Name ist Finn. Und ich habe mich am Anfang schon vorgestellt, ich verstehe mich als aromantisch und als Grey Ace. Ja, ich sage auch immer, dass ich aus Österreich komme und weiß bin. Sonst noch, was ist sonst noch wichtig? Naja, ich verwende keine Pronomen, verstehe mich als nicht-binär. Ja, genau, ich denke, das sagt schon das Wichtigste. Ich denke auch. Zu den Labels aber mal eine Frage. Was bedeuten denn diese Labels oder Begriffe für dich? Ja, also das ist immer so ein bisschen schwierig, aber aromantisch zu sein bedeutet für mich auch wirklich, keine romantische Anziehung zu empfinden oder nichts, was ich als das bezeichnen könnte oder interpretieren könnte. Für mich bedeutet das dann auch, das muss vielleicht nicht für jeden der Fall sein, aber dass ich mich noch nie verliebt hätte. Genau. Und ja, ich hatte mich ja auch eine Zeit lang, oder am Anfang des Podcasts hatte ich mich ja auch noch als asexuell verstanden. Das hat dann relativ schnell sich geändert zu auf dem asexuellen Spektrum. Und irgendwie vor ein paar Monaten bin ich dann zu dem Schluss gekommen, mich endgültig als Grey Ace zu identifizieren, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich dann doch auf eine vielleicht nicht so starke Art und nicht so häufige Art, aber dann doch sexuelle Anziehung empfinde oder zumindest als etwas, was ich so oder etwas, was ich als sexuelle Anziehung interpretiere.
aber ich trotzdem, also ich nicht das Gefühl habe, dann jetzt allosexuell zu sein dadurch oder bei weitem nicht das Gefühl habe, allosexuell zu sein. Ja. Macht das Sinn? Denke schon. Es muss vor allen Dingen für dich Sinn machen. Ja, also für mich macht es Sinn, aber die Frage ist manchmal, ob man Dinge gut in Worte gefasst hat oder ich Dinge gut in Worte gefasst habe. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich finde schon. Ansonsten müssen wir die Community fragen. Also, falls ihr das nicht verstanden habt, dann schreibt doch Finn, bitte. Yes. Okay, jetzt sagen, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, seit wann bist du in der SB-Community aktiv und wo? Boah, das ist eine schwierige Frage eigentlich. Seit wann bin ich in der ESP Community aktiv? Bam, 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 bam. Ich glaub's 2020 müsste es gewesen sein oder Ende 2019, als ich mich zum ersten Mal aufgemacht habe, um irgendetwas zu, um Aces zu, also eigentlich erst einmal Aces zu finden, beziehungsweise eigentlich mal zu etwas zu finden. Ich wusste gar nicht, wonach ich suche und mich mit Leuten zu unterhalten. Ich wusste nur, es muss irgendwie Leute geben, mit denen ich mich unterhalten kann und die irgendwie zumindest so ein bisschen mein Erleben irgendwie teilen. Und wusste nicht, wonach ich suche zu dem Zeitpunkt. Genau. Und dann hat das ein bisschen gewechselt und irgendwann bin ich dann hier auf dem Aspect German Discord Server gelandet. Und irgendwann auch in dem Projekt in Spektrum, Ja, ne? genau, dort auch. Ja, dort bin ich logischerweise aktiv und ich bei Aktiv Aro wäre ich auch aktiv momentan. Und so. Man tut, was man kann. Oder so. Irgendwie sowas. Oder ich jedenfalls, ich weiß es nicht. Kommen wir mal ein bisschen weg von den Aceback-Geschichten. Und zwar, was sind denn so deine Interessen und Hobbys? Ich interessiere mich für Kunst. Eigentlich generell für alles, was irgendwie kreativ ist. Ich zeichne gerne, ich male gerne, ich mache gerne unterschiedliche kreative Sachen, ich schreibe gerne und ich fotografiere gerne. Da habe ich auch sehr viel Spaß dran. Aber auch an Kunsttheorie. Also ich interessiere mich im Endeffekt dann auch für Kunsttheorie und Philosophie gehört auch zu meinen Interessen. Ich habe eigentlich auch noch ganz, ganz viele andere Interessen und wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, werde ich, glaube ich, nicht fertig. Dann reicht die Folge für das Interview von Finn. Der Rest folgt später. Kannst mich ja mal extra interviewen. Nee. Genau. Lieber nicht. Gibt interessantere Leute, bitte. Okay, dann stelle ich dir mal eine andere Frage. Und zwar, welche Aufgaben übernimmst du beim Inspektron Podcast? Also, ich rede ganz sicher nie in den Folgen. Nee. Also, ja gut, ich mache Host in den Folgen. Ich bin bei der Vorbereitung dabei. Was mache ich noch? Planung. Ich höre mir die Folgen dann immer gerne an, ob noch irgendwas auffällt. Ich schreibe CNs und hoffe, dass ich nichts übersehe. Ich schreibe manchmal Folgenbeschreibungen, ich schreibe Kapitelmarken. Ich habe sicher irgendwas vergessen, was ich sonst noch mache. Also kurz, du machst viel. Ach, ich mache Twitter. Ich mache den Twitter-Account. Ja, siehst du? Ja. Ja, ich sag ja, ich vergesse irgendwas. Dann mal noch eine Frage. Warum hast du dich entschlossen, beim Podcast-Projekt mitzumachen? Weil ich meine, da geht ja schon ein bisschen Zeit drauf, ne? Und Ja. was sind seine Ziele vielleicht auch noch? Ja, also beim Podcast-Projekt mitzumachen, ich hatte halt, als diese Idee aufkam, dass es doch cool wäre, mal einen deutschsprachigen Aceback-Podcast zu machen, da hatte ich davor schon mal drüber nachgedacht, dass eigentlich, oder zu haben, dass das eigentlich voll cool wäre, wenn wir das hätten. Aber ich hatte da nie so selber und ich hätte keine Leute gekannt, mit denen ich das hätte machen können oder die das gemacht hätten. Und ich hatte mich selber nie so angesprochen gefühlt dabei. Es war immer so ein Ja, wäre irgendwie cool, wenn es das gäbe. Und dann kam diese Idee auf am Aceback German Server und ich dachte so, ja,
eigentlich könnte ich auch was dafür oder dabei machen. Und dann bin ich zu dem Treffen gekommen. Und ja, genau. Und ich kannte halt, es gibt ja, kannte halt ein paar englische Podcasts, aber deutschsprachig war halt nichts dabei. Ja, Ziele. Ich fände es super cool, wenn niemand, also wenn Leute irgendwann nicht mehr etwas googeln müssten, von dem sie nicht wissen, was sie eigentlich suchen. Das wäre prima. Und wenn der Podcast da irgendwie dazu beitragen kann, wäre das super toll. Also das wären irgendwie die Ziele und ein paar mehr Folgen noch zu haben, wäre auch irgendwie nett. Aber grundsätzlich möchte ich gern informieren oder möchte ich gern, dass wir informieren und ich weiß nicht, ich hatte halt echt, ich habe diese Gedanken oder diese Erfahrung, dass ich vor meinem Computer sitze und weiß oder und den Hinweis hatte, ich soll mal Leute suchen, die so ähnlich empfinden wie ich. Also ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin, das für mich auch irgendwie, ja, das für mich irgendwie schwierig war und das Ergebnis war, ich soll mir irgendwie Leute suchen, die so ähnlich empfinden wie ich. Und ich wusste halt nicht wirklich, wo ich anfangen sollte. Und ich meine, das war der, ich sage immer, das war der inkonkreteste, aber beste Ratschlag meines Lebens. Aber er war halt einfach furchtbar inkonkret. Und nicht zu wissen, wo man anfängt zu suchen und ewig dafür zu brauchen, ist halt auch. Hätte ich gern anders. Ja, aber es hat dich hierher geführt. Ja, es hat funktioniert im Endeffekt. Also, ja. Ich finde, das leitet schon gut über zur nächsten Frage. Und zwar, was sind so deine Tief- oder auch Höhepunkte im vergangenen Inspektren-Jahr gewesen? Die Frage finde ich echt schwierig. Also, ich glaube, ich weiß nicht, meine Höhepunkte oder im Rück. Also einer meiner Höhepunkte war sicher die Folge zu Aceback außerhalb binärer Geschlechtsidentitäten, aber auch die Aufnahme der oder die letzten Aufnahmen. Ich finde überhaupt, ich bin, wenn ich merke, wie viel, also nicht zu sagen, dass die Folgen jetzt perfekt sind, das sind sie sicher nicht, aber wie sie sich auch teilweise verbessert haben oder wie ich mich wohler fühle mit den Folgen jetzt oder mit den Aufnahmen oder auch, dass ich auch das Gefühl habe, dass ihr oder die anderen oder du das Gefühl auch meistens teilt, außer wir ärgern uns gerade mit dem Anfang der ästhetischen Anziehungsfolge rum. Das finde ich schon sehr cool. Das ist, würde ich sagen, sind meine Höhepunkte. Es gibt immer wieder so einzelne Folgen, die rauskommen, wo ich mir denke, dass damit bin ich jetzt für, zumindest für jetzt voll zufrieden. Oder so. Tiefpunkte. Ja, der Stress vor der vierten Folge. Das war die CSD-Folge, wo wir mega Ah knapp ja, dran stimmt. waren und ich mega Ich erinnere gestresst mich. war. Das war mein Ja. Tiefpunkt und ich hatte im, warte, ich glaube, das war im Jänner, da hatte ich nochmal einen Tiefpunkt, als es wieder mega knapp war, allerdings mit dem Schnitt einer Folge. Aber naja. Genau. Aber die CSD-Folge, was ich, also kurz vor der Auf, also kurz vor der Aufnahme wieder okay, aber so, da hatte ich schon einen Tiefpunkt, der war relativ ziemlich krass. Da war ich ein bisschen frustriert und gestresst. Aber gut, dass wir nicht da aufgehört haben. Nein, man muss da auch trotzdem weitermachen. Ich würde sagen, kommen wir doch mal zu was vielleicht Witzigen. Und zwar gibt es ein, zwei Fun Facts über dich? Ja, also falls es wen interessiert, wenn ich nicht gerade arbeite, laufe ich so 90% der Zeit barfuß durch die Gegend.
Und das zweite wäre, ich esse Kiwis mit Schale. Es funktioniert, also waschen sollte man sie halt, aber die Schale schmeckt nicht so viel anders wie die Kiwi selbst. Bisschen haariger. Müsste ich mal probieren. Ja. Ich bin noch nicht dran gestorben. ja, das merke ich. Ich übernehme aber keine Haftung, wenn irgendwer anderer dran stirbt. Okay, vielleicht sollten Trotzdem, wir bitte sagen, gut mach bitte das. abwaschen. Ja, und mach das Klebchen ab. Ja, das bitte auch. Okay, dann gibt es noch irgendwas, was du über dich erzählen möchtest oder eine Message von dir an die Welt? Boah. Eine Message von mir an die Welt. Kann ich jetzt so einen Standard-Finn-Satz raushauen? Irgendwas, was ich eh ständig sage? Denkt immer daran, dass Menschen zu komplex sind, um in Kategorien zu passen. Ja, jetzt wo wir mit mir fertig sind, können wir zur nächsten Person kommen, die bei uns im Team mit dabei ist. Und zwar wäre das Ferdi. Ferdi, möchtest du dich kurz mal vorstellen? Ja, natürlich. Also hallo, ich bin Ferdi, ich bin nicht binär, benutze fast alle Pronomen und ich bin auch Ace. Und welche Labels und Begriffe nutzt du oder womit würdest du dich auf dem A-Spec verorten? Also ich verorte mich hauptsächlich als aromantisch und als asexuell und das ist es eigentlich auch schon für mich. Also ich habe für mich nicht wirklich das Bedürfnis, das weiter beschreiben zu müssen. Okay, seit wann bist du denn in der A-Spec-Community aktiv und wo bist du aktiv? Das müsste circa 2 Jahre sein und ich bin vor allem hier auf dem Aspect German Discord aktiv und einfach über andere Chat-Plattformen und so weiter mit Gleichgesinnten. Erzähl uns doch mal was über deine Interessen und Hobbys, so unabhängig vom Podcast. Ja, abgesehen von Podcasts ist eins meiner Hobbys zum Beispiel Medizin. Also ich studiere jetzt nicht Medizin, aber ich habe eben trotzdem medizinische Interessen. Und zum Beispiel finde ich auch Zugfahren ganz lustig. Ja. Das ist ja mal ein cooles Hobby. Ich fahre eigentlich auch gerne Zug, aber so habe ich es noch nicht betrachtet. Ich mag das. Okay, und dann kommen wir wieder so ein bisschen zurück zum Podcast. Welche Aufgaben übernimmst du eigentlich beim Podcast? Was machst du so? Also ich kümmere mich primär um Recherche für Themen, aber seit neuestem kümmere ich mich auch mit um den YouTube-Kanal und ab und zu werde ich vermutlich auch mal was sprechen, aber das ist eher selten. Und warum hast du dich entschlossen, beim Podcast-Projekt mitzumachen? Man ist ja schon ein bisschen Zeit, die hier drauf geht. Ja, also ich habe eben zuerst einfach mal gesehen, dass es das überhaupt gibt und das klang eben interessant und ich finde es eben generell auch wichtig, dass über A-Spec Begriffe und Identitäten und Themen berichtet wird, dass es da eben mehr Aufmerksamkeit gibt. Ja, dann kommen wir zu einer Frage, zu einer schwierigen Frage. Also ich persönlich finde die ein bisschen schwieriger zu beantworten. Was waren in der Zeit, die wir in Spektrum bis jetzt gemacht haben, deine Tiefpunkte und deine Hochpunkte? Oder auch was hast du gelernt dabei, den Podcast zu machen? Das war tatsächlich recht einfach bei mir. Das war irgendwie ganz am Anfang, die Folge über ein CSD, wo ich Leute interviewt habe. Und der Tiefpunkt ist, ich habe gemerkt, wie aufregend es ist, Leute zu interviewen, einfach so Leute anzusprechen und zu fragen, hey, was wisst ihr über Iceberg-Identitäten und so. Und das war echt nervenaufreibend, aber es war dann auch echt cool, mit manchen Leuten zu reden und auch noch andere Leute wieder zu treffen. In echt eben, nicht online. Das finde ich schon ziemlich cool, dass du so eine Sache hast, Das die ist so wirklich cool, beides ja, war aber irgendwo. da, das fühle ich auch. So Leute interviewen musste ich auch schon mal machen. Ha, da geht mir schon auch ganz schön die Düse. was uns noch interessieren würde, gibt es so ein, zwei Fun Facts über dich? Naja, die Facts, die es über mich gibt, sind eher nicht wirklich so fun, aber ich hasse Pferde. Das ist relativ, ja, ungewöhnlich, sag ich mal.
kommen wir zu dem Interview mit Das Tenner. Ich beginne einfach mal gleich mit der ersten Frage. Und zwar, kannst du dich mal vorstellen mit Namen, Labels und so, was du so über dich sagen willst? Ja gut, den Name hast du ja selber schon gesagt. Also mein Pseudonym ist halt Das Tenner. Und ich benutze halt für mich als Labels, dass ich auf dem asexuellen Spektrum bin und polyamor bin und agender. Aber bei den letzteren Zweien, da gehe ich jetzt nicht so viel mit hausieren. Das ist halt, das läuft so nebenbei. Genau. Okay, magst du etwas dazu sagen, was diese Labels für dich bedeuten und wie du dich genau auf dem A-Spec verorten würdest? Also was die Verortung angeht, mache ich mir jetzt gar keine großen Gedanken, weil ja, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert, da kriege ich meine Hirnwindungen nicht drum. Aber ja, die Labels an sich bedeuten für mich halt oder haben halt ursprünglich auch für mich bedeutet, dass ich da halt nicht so ganz allein bin mit dem, was ich empfinde, dass ich nicht irgendwie behandlungsbedürftig bin, dass das was Normales ist, also weil es halt existent ist und ja, dass ich halt eben auch nicht, ja, dass ich nicht kaputt bin. Das hat schon sehr, sehr viel geholfen, hat mir auch sehr viel Selbstwert zurückgegeben. Insofern, die Labels sind für mich hilfreich. Das ist ja im Endeffekt auch das Wichtigste. Aber magst du uns vielleicht sagen, seit wann du in der ASP-Community aktiv bist und wo? Also ich bin tatsächlich seit 2016 auf dem deutschsprachigen AVEN-Forum, also das war dann halt auch schon, also da habe ich quasi anhand der Informationen, die ich dort bekommen habe, Hilfestellung für mein inneres Coming-out gehabt, war dann auch 2-3 Jahre lang dort sehr aktiv und bin seit 2017 bei Aktivista, war da auch schon auf den Tagungen, habe da auch Vorträge gehalten. Und seit 2021 ja auf dem Aspect German Server auf Discord und eben auch kurz danach dann bei Inspectrum dabei. Welche Aufgaben übernimmst du denn beim Inspectrum Podcast, Tenner? Also abgesehen davon, dass ich halt für den Facebook-Account und teilweise für Instagram zuständig bin, wenn es mal funktioniert, bin ich halt bei einigen Folgenvorbereitungen dabei im Hintergrund und mache halt Illustrationen für die Folgen, also zeichne Aaron und AC. Und Noir spielt mir dann immer schön zu. Also sie gibt mir dann sehr viele Ideen. Genau. Bin also mehr so der Hintergrundmensch. Kommen wir zu einem kleinen historischen Abriss von Inspectrin. Jetzt haben wir Geschichtestunde über die lange und bewegte Inspectrin-Geschichte. Genau. Naja. Fang mal an. Ja. Ich fange einfach mal an. Also die Idee für den Podcast, also einem deutschsprachigen Podcast, der sich mit dem Asex und aromantischen Spektrum beschäftigt, sie kam spontan Ende April 2021, also letztes Jahr auf Aspec German, beim Servertreffen. Da finden zur Erklärung regelmäßig Servertreffen statt, wo man einfach hingehen kann und ein bisschen quatschen kann mit Leuten. Ich selbst war da nicht dabei, aber ich habe das am nächsten Tag gelesen und das wurde auch noch von anderen Leuten so ein bisschen kommentiert in dem Chat. Und da habe ich einfach mal dazu geschrieben, hey, ich finde das cool, ich würde das gern machen. Und dann haben sich noch ein paar Leute gefunden und wir haben einfach ein erstes Treffen ausgefunden. Also genau die Idee fand eben, wie gesagt, gleich Anklang und in den nächsten Tagen wurde das dann eben auch beschlossen. Und wir haben auch gleich die Möglichkeit auf den Server bekommen, das ist recht einfach, wenn man ein Projekt machen will, da eine Projektgruppe zu gründen, also einen eigenen Channel zu bekommen. Und da haben wir uns auch gleich einen Termin ausgemacht und Ideen gesammelt. Zum Beispiel für ein Logo, für so ein Jingle und so weiter und so fort. Tja, und das erste offizielle Treffen dieser Inspectrin-Arbeitsgruppe, nenne ich es mal, das fand dann am 6.5.2021 statt. Genau, und spätestens nach dem zweiten Treffen haben wir uns dann entschieden, uns 14-tägig zu treffen. Und es ist dann ziemlich schnell auch klar geworden, wer jetzt eigentlich da wirklich dabei ist. Und es hat sich dann auch herauskristallisiert relativ schnell, wer jetzt welche Aufgaben übernimmt, beziehungsweise was überhaupt die Aufgaben sind. Und wir haben angefangen, die ersten Folgen vorzubereiten und aufzunehmen und zu planen.
Und dann sind am 24.06. vor einem Jahr die ersten beiden Folgen herausgekommen. Und dann ist eigentlich sehr viel, sehr schnell passiert. Inzwischen haben wir ja jetzt über 20 Folgen schon und auch einen YouTube-Channel, den hatten wir auch nicht von Anfang an. Und im Februar in der Aromantic Spectrum Awareness Week haben wir sogar einen Livestream gesendet. Oh ja, das war cool. Das erste Mal live. Oh Gott, was sagt man jetzt? Genau, und man kann gar nichts rausschneiden. Ja. Aber so viel Geschichte war das dann auch schon gar nicht. Darum sind wir gespannt, was noch an Geschichte auf uns zukommt, oder Noah? Ja, definitiv. Aber auch wenn unsere Geschichte bislang noch gar nicht so lang war, sind wir unterwegs so ein bisschen zu einem Team geworden. Am Anfang waren wir ja auch eher so ein bisschen so eine Gruppe, die sich da gefunden hat für ein Projekt. Wenn du das jetzt so sagst, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Team und Gruppe? Naja, also eine Gruppe ist so ein bisschen der weitere und breitere Begriff und ist dann auch ein Überbegriff von Team. Das heißt, ein Team ist eine von vielen verschiedenen Arten von Gruppen. Für eine Gruppe braucht es da eigentlich noch gar nicht so viel, sondern eigentlich nur zwei oder mehr Personen, die irgendwie miteinander in Interaktion treten. Also bevor die in Interaktion treten, sind es einfach eine Ansammlung von Menschen. Sobald die in Interaktion treten, ist es eigentlich eine Gruppe. Und da gibt es dann auch ganz viele Nebenkriterien, die dann darüber entscheiden oder auch in ihrer Gewichtung darüber entscheiden, was für eine Art von Gruppe das jetzt ist. Also wenn sich zum Beispiel, wenn Leute interagieren, um ein Projekt durchzuführen, ist zum Beispiel eine Projektgruppe und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Gruppen. Okay, und ein Team baut dann zum Beispiel, wie wir jetzt, auf gemeinsame Werte auf, ne? Und Grundsätze und Zielvorstellungen, denn wir haben ja schließlich alle das Ziel, einen Podcast zu machen und die Leute zu informieren über das asexuelle, aromantische und weitere Spektren. Ja, ne? Genau. Und auch die Vorteile von einem Team sind halt auch, dass sich die einzelnen Fähigkeiten und Kenntnisse ergänzen in einer, also eben in dem Team, und dann effektivere Arbeit geleistet werden kann, diese Ziele besser erreicht werden können. Dass sich die einzelnen Teammitglieder auch gegenseitig motivieren, aber gleichzeitig dann auch sich ihre Fehler gegenseitig ausbessern und Kompromisse finden. Oder auch bessere Lösungen finden, die allein oder wenn nicht auf die Art und Weise zusammengearbeitet wird, nicht so leicht gefunden werden können. Das heißt aber eben auch, dass eine Voraussetzung für ein Team ist, eben, dass man gut kommuniziert. Genau, also Kommunikation ist wichtig oder gute Kommunikation ist wichtig, aber dafür kommt man in der Regel auch zu besseren Ergebnissen in vielen Fällen. Was man vielleicht zum Team auch noch dazu sagen sollte, dass es halt ideal ist, wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen zusammenkommen und es eben eine durchmischte Zusammensetzung gibt. Dann ergänzen sich die Leute eben besonders gut. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Mitglied von Inspektren. Und zwar wäre das Yoshi. Yoshi, möchtest du dich kurz mal vorstellen? Ja, gerne. Also offensichtlich ist mein Name Yoshi. Ich bin, wenn ich mich nicht täusche, 25. Ich bin Agender, ich bin Aro, ich bin Ace. Also so einmal alles mit A mitgenommen. Und ich bevorzuge kein Pronomen. Also im Sinne von, wenn man mich anspricht, einfach Yoshi sagen, also wenn man über mich spricht, einfach Yoshi oder so sagen und nicht irgendwie Pronomen verwenden. Das ist am einfachsten. Dann würden wir uns natürlich fragen, seit wann bist du in der ASP-Community aktiv und wo? Das ist eine sehr gute Frage. Also rausgefunden, dass ich Ace bin, habe ich mit 13 Jahren. Irgendwann später war ich dann auf Aven mal eine Zeit lang unterwegs, aber auch nicht super aktiv. Dass ich wirklich in der Aspect-Community aktiv bin, so wie ich jetzt heutzutage aktiv bin, würde ich sagen, es hat sich irgendwann im Studium entwickelt, also seit wirklich richtig aktiv, so seit anderthalb, zwei Jahren vielleicht. Ja, möchtest du etwas über deine Interessen oder Hobbys erzählen vielleicht noch? Interessen alles. Ich bin ein super neugieriger Mensch. Ich finde angefühlt allem irgendwas interessant und spannend und neugierig.
Ich lese seit Kindheitstagen super gerne. Ich spiele Gitarre, will mir dieses Jahr ein neues Instrument suchen zum Lernen. Ich lerne gerade Chinesisch aus Langeweile. Ich male gerne, ich gehe gerne spazieren. Ich war bei den Pfadfindern. Also wirklich so von allem irgendwie etwas. Und welche Aufgaben übernimmst du bei Inspektren? Ab und zu bin ich mal mit einer der Hosts. Ab und zu recherchiere ich mit und seit neuestem bin ich Tatortreiniger, sprich ich darf das Trello-Board aufräumen. Ja, und wenn halt sonst Aufgaben anfallen und ich gerade die Zeit dafür finde, werde ich auch andere Aufgaben machen. Allerdings ist bei mir Zeit in der Tat das Problem, warum ich nicht so aktiv bin, wie ich es gerne wäre. Dann kommt jetzt die Frage der Fragen. Warum hast du dich eigentlich entschlossen, beim Podcast-Projekt mitzumachen? Und was sind deine Ziele für den Podcast? Also das kostet ja schon noch ein bisschen Zeit und so, wie wir alle wissen. Ach, ich hatte schon Freizeitaktivitäten, die deutlich mehr Zeit gekostet haben. Da ist der Podcast in der Tat gar nicht mal so weit oben, was Zeitaufwand angeht. Warum ich mich entschlossen habe, mitzumachen? Also als die Idee halt auf dem Aspect-Server aufkam, war mein erster Gedanke so, ja, klingt cool, kann man mal gucken. Ich habe halt vorher noch nie einen Podcast gemacht, fand das an sich super spannend. Und dachte mir so, jo, der Welt ein bisschen mehr über das Aspect erzählen, ist bestimmt eine coole Idee. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich festgestellt habe, wow, ich lerne dabei super viel. Also mache ich das inzwischen weniger, um der Welt irgendwas zu erzählen, sondern mehr, um mich selbst auch so ein bisschen weiterzubilden. Und es sind einfach super nette Leute. Es ist super schön, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Und ja, es macht einfach super viel Spaß. Achso, meine Ziele für den Podcast war noch die Frage, ne? Dass möglichst viele Leute ihn hören und es toll finden und sich weiterbilden oder anderen Leuten zeigen, die vielleicht ein bisschen mehr Infos brauchen, wie alle viel Spaß haben. Ja, ich glaube, das Letzte ist so das Wichtigste. Tja, und jetzt mal die Frage, was waren denn in der vergangenen Zeit so deine Tief- und Höhepunkte mit Inspektren, beziehungsweise was hast du für dich so gelernt? Tiefpunkte, definitiv, dass ich eine Zeit lang zu keinem der Vorbereitungstreffen konnte, weil ich so wenig Zeit hatte. Das war super schade und habe mich super schlecht gefühlt. Höhepunkte, definitiv die Aufnahmen. Also das ist immer super witzig, das kriegen die Hörer leider gar nicht so mit. Aber so hinter den Kulissen ist halt teilweise echt super witzig, weil man dann irgendwelche Jokes hat, also Witze hat, die man irgendwie reißt oder irgendwie lustige Versprecher passieren und es einfach super viel Spaß macht und total witzig ist. Und ja, das, also die Aufnahmen sind definitiv mein Highlight. Und was ich so gelernt habe, also generell halt über Aromantik kann ich sehr viel noch lernen. Also ich habe sehr spät erst festgestellt, dass ich aromantisch bin. Und immer wenn es halt irgendwie was in die Richtung geht, was mit Romantik oder Aromantik zu tun hat, sitze ich halt immer da und irgendwie so, oh cool, das wusste ich noch gar nicht. Und das ist sehr spannend. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist, wenn wir Gäste haben, halt die Perspektiven von denen dann zu sehen. Also wir haben ja manchmal irgendwie Gäste, die Allo sind oder sowas. Und dann halt einfach mal auch deren Perspektive zu hören, weil klar kann ich mich mit meinen Freunden oder sowas unterhalten. Aber so einem Podcast ist man dann halt doch schon fokussierter auf ein bestimmtes Thema und kriegt dann da nochmal sehr interessante Perspektiven mit, die halt total cool sind. Oder auch, wenn wir Community-Fragen haben, also Umfragen in der Community, dann da die Antworten haben. Also super spannend. Hast du noch ein oder zwei Fun Facts über dich? Ich habe meistens gefärbte Haare und bin gerade auf der Suche nach einer neuen Farbe für meine Haare. Und ich bin heute das erste Mal Auto gefahren in meinem Leben. Und es hat super viel Spaß gemacht. Also meine Top-Geschwindigkeit waren 15 km/h und voll angenehm, bei 10 bis 15 km/h Auto zu fahren. Ah ja, okay. Also die Haare gefärbt habe ich mir ja auch eine Zeit lang. Oh, ich mache das auch ab und an. Es macht manchmal recht Spaß. Ja, bloß das Bad danach sauber machen ist so anstrengend. Ja, ja. zumindest das Waschbecken. Ich bin da schon recht gut mit Ziel. Ja, ich mache das immer in der Dusche und dann ist das einfacher. Färb sie dir in Aro-Farben. Aro-Grün, Yoshi. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, zum nächsten CSD, die Flagge. Ich habe nur gute Ideen. Naja, ob das wirklich alles nur gute Ideen sind, die du hast, zweifle ich an, aber es sind auf jeden Fall gute dabei. Okay, das akzeptiere ich so. Oh, ich könnte so eine Seite Aro-Grün und die andere Ace-Lila machen. Ja! Ja, bitte!
Bitte zum CSD. So, wir haben uns entschieden, Joshi als nächstes die Haare färbt. Sure. Sehr gut. Warum nicht? Gleich miterledigt. Okay, aber eine Frage hätten wir noch an dich. Und zwar, gibt es noch etwas, was du über dich erzählen möchtest oder eine Message von dir an die Welt? Was ich über mich noch erzählen möchte? Keine Ahnung, ich bin immer super kreativlos bei sowas. Message an die Welt? Vertragt euch, seid tolerant. Seid nett zueinander. Akzeptiert euch so, wie ihr seid, also sowohl euch selbst als auch alle anderen. Ja, mehr Toleranz wäre voll gut. Und Kommunikation ist wichtig und so. Mein Name ist Katz, ich bin 32, werde im Sommer 33. Ich bin Arrow Ace, ich nutze sie-ihr-Pronomen. Und jetzt seit so einer Weile auch das Label Non-Partnering. Ja, ich glaube, das ist es so. Was bedeuten diese Labels und Begriffe denn für dich, beziehungsweise wo verortest du dich denn genauer auf dem A-Spec? Eigentlich sowohl bei aromantisch als auch bei asexuell, so eher im schwarzen Bereich als im grauen Bereich. Für mich ist auch relativ schwer zu unterscheiden, was das jetzt wirklich zu Aromantik gehört und was zu Asexualität. Und ich habe lange oder in vielen Kontexten merke ich, dass Aromantik eben auch mehr oder weniger als Synonym genutzt wird zu Non-Partnering. Und jetzt so aus den Diskursen auf dem Server, wo auch immer wieder darauf hingewiesen wird, eben dass das eben nicht zwingend das Gleiche ist, versuche ich auch mehr noch das Label Non-Partnering zu nutzen, einfach um das auch klarzustellen oder irgendwie das auch zu kommunizieren. Bedeuten tun für mich diese Labels, ich würde sagen, sie helfen mir einfach in der Kommunikation mit Menschen zu sagen, wie sie einordnen können, was sie bei mir beobachten. So. Und so die Begriffe asexuell und aromantisch nutze ich eigentlich selber, wenn ich von mir spreche, weniger gerne als die Abkürzungen, also Aro und Ace oder eben Aro Ace, weil es für mich eher in Richtung von der Selbstbezeichnung geht und bei Asexualität oder Aromantik weiß ich ja oder habe ich sehr wenig einen Bezug dazu oder eine Vorstellung davon, was eben romantisch oder sexuell heißt. Magst du uns sagen, seit wann du in der Aspec-Community aktiv bist und wo? Ich bin seit ungefähr 2 Jahren, denke ich, etwa jetzt in der Aspec-Community aktiv. Ich war vorher Passivmitglied, würde ich sagen. Ich weiß seit über 10 Jahren eigentlich, ich weiß nicht, 15 Jahren, dass ich Ace bin und auch, dass ich Aro bin und habe da immer mal wieder beim Avon Forum mitgelesen, aber hatte bis eben vor 2 Jahren gar keinen eigenen Account. Und dann habe ich zuerst, war ich ein bisschen auf dem englischen Avon Forum aktiv und dann vor 2 Jahren, glaube ich, auf dem deutschen Aspec-Server und seit einem Jahr jetzt eben bei Inspektoren und auch seit etwa 2 Jahren, glaube ich, im schweizerischen WhatsApp-Chat, da auch in der Ü30-Gruppe. Cool, mal was anderes. Was wären denn deine Interessen und Hobbys? Also ich habe diverse Dinge, die ich gerne mache. Ich würde nicht sagen, dass ich so ein klares Hobby habe. Ich koche sehr gerne, ich verbringe sehr gerne Zeit mit Freunden und Familie. Ich habe selber eine relativ große Familie und
Das alleine frisst schon ziemlich viel Zeit. Ich fische seit zwei Jahren. Mit Corona sind bei mir viele neue Hobbys dazugekommen. Und ich mache ein bisschen Musik. Ich habe immer mal wieder so Projekte eher, die so ein bisschen in Richtung Aktivismus gehen, dort auch so im Bereich von gewaltfreiem Aktivismus. Und sonst, ich zeichne gerne schon seit ich ein Kind war und habe das auch ein Stück weit zu meinem Beruf gemacht. Ich arbeite selbst im Kommunikationsbereich und als Designerin. So Rollenspiel, also Tabletop-Rollenspiele, das ist auch was ich gerne mache. Und wenn ich mir jetzt so überlege, womit verbringe ich im Moment so die meiste Zeit, dann würde ich sagen, es ist Podcasts hören. Ich bin jemand, der sehr, sehr intensiv verschiedenste Podcasts hört. Wie wir gerade wieder bei Podcasts sind, welche Aufgaben übernimmst du denn beim Inspektren-Podcast? Als ich zum TeepTalk zugekommen bin oder als wir das Ganze aufgebaut haben, hatte ich mir vorgestellt, dass ich nur so ein bisschen hinter den Kulissen mitarbeite, dass ich so die Sitzungen moderiere und so. Und unterdessen hat sich das ziemlich stark gewandelt. Unsere Sitzungen werden unterdessen meist von jemand anderem moderiert. Manchmal mache ich das auch. Aber sonst bin ich relativ stark unterdessen so im einerseits im Schnitt und in der Aufbereitung vom Audiomaterial bin ich beteiligt. Und dann, in verschiedenen Folgen war ich auch in der Moderation und in der Vorbereitung der Folgen mit dabei. Und das macht mir wesentlich mehr Spaß, als ich das erwartet habe. Cool. Warum hast du dich eigentlich entschlossen, beim Inspektren-Podcast mitzumachen? Ich glaube, das hatte bei mir relativ viel damit zu tun, dass ich selber wirklich gerne Podcasts höre und einfach auch gesehen habe, dass es im deutschsprachigen Raum da zu dem Thema spezifisch noch nichts gibt. Und ich fand es von daher sehr wichtig ist, dass wir das irgendwie auf die Beine kriegen. Und weil ich weiß, dass ich so Projektmanagement ein bisschen kann, ist es ja, dachte ich, da kann ich auch einen Beitrag zu leisten. Ja, und weil ich gerade vergessen habe und vielleicht auch ein bisschen als Abwechslung, was sind deine Ziele für den Podcast? Ich glaube, für mich wäre so ein Ziel, dass wir einerseits irgendwie einen guten Dialog auch mit der Community hinkriegen und dass wir verschiedenen Teilen der Community innerhalb des Podcasts einen Raum geben. Und dann vielleicht mittel- oder langfristig auch schauen, dass wir mehr noch mit anderen queeren Podcasts vielleicht in Kontakt treten können und mal schauen, was da wird. Ich glaube, wir haben selber jetzt im Team noch nicht so viel darüber gesprochen, wohin wir längerfristig mit dem Podcast hinwollen. Ich merke auch, dass bei mir eben, weil ich zwischendurch mit so psychischen Problemen so ein bisschen oder einfach so Symptomen vom PTBS relativ stark auch eingeschränkt bin, dass ich immer wieder so ein bisschen schauen muss, was geht und also wie viel Zeit ich dann auch investieren kann. Und da ist so für mich immer wieder die Frage, wie können wir als Team den Podcast so gestalten, dass es eben möglich ist, dass Leute so viel, wie sie können und so viel, wie sie Lust haben, sich beteiligen können und nicht ein Zwang entsteht oder es irgendwie für möglichst viele möglichst gut stimmt und wir den Podcast in der Regelmäßigkeit, wie wir es hinkriegen, dann auch releasen können.
Was waren im letzten Jahr deine Tief- und Höhepunkte mit Inspekten, beziehungsweise wo hast du etwas gelernt? Ich glaube, was ich stark gelernt habe, ist, oder was für mich so was recht Eindrückliches war, dass ich wirklich gemerkt habe, dass so dieses Sprechen im Podcast was ist, was ich gerne mache. Also gerade dann, wenn es so Gesprächsformate sind, was ich merke, was nicht so gut funktioniert, ist, wenn ich irgendwie Theorie oder irgendwie einen Vortrag halten soll, aber dann das so Gespräche führen und innerhalb von Interviews oder Diskussionen dann auch aktiv zu sein, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde es auch wichtig, also ich merke immer wieder, dass ich auch zwischendurch recht stottere. Und da dann trotzdem zu sagen, und ich spreche so, wie ich spreche. Und es ist wichtig, dass auch Menschen, die so sprechen, wie ich spreche und einfach nur so gut sprechen können, wie ich sprechen können und eine nicht perfekte Podcast-Stimme haben oder alles andere als eine perfekte Podcast-Stimme haben, dass auch die irgendwie was zu sagen haben und dass es in Ordnung ist, auch so zu sprechen. Dann noch eine letzte Frage. Gibt es noch etwas, was du über dich erzählen möchtest oder eine Message von dir an die Welt? Vielleicht so eine Message an die Personen auf dem Aceback und alle anderen queeren Personen. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Und auch wenn es manchmal schwierig ist, es ist schön, dass es euch gibt. Und ich finde es immer wieder toll, mit zu sehen, wie verschieden Menschen sein können und auch eben mit Menschen aus der queeren Community in Kontakt zu sein und dann auch immer wieder erleben zu können, dass wir Orte finden, wo wir irgendwie auf eine gute Art und Weise miteinander sprechen können und wo Begegnung stattfinden kann. Und das ist was mir unglaublich gut tut. Und dafür möchte ich mich bei all den Menschen jetzt von Inspektern auch bedanken, dass das auch immer wieder passieren darf. Und vielleicht auch einen Dank an die Menschen, die uns bereits zuhören, für die Rückmeldungen und auch für all die Zeichen, dass ihr da seid und dass es für euch einen Unterschied macht, dass wir die Zeit investieren in den Podcast. Und das nächste Teammitglied, das wir uns euch vorstellen wollen, ist JJ. JJ, stell dich doch kurz mal vor am Anfang. Hallo zusammen, wie Finn schon gesagt hat, ich bin JJ und ich bin Ace und wie ihr vielleicht schon gelesen habt auf unserer Homepage, ich sehe mich nicht als aromantisch, obwohl ich eigentlich vieles davon erfüllen würde. Die Pronomen, die ich gebrauche, sind sie, ihr. Ja, habe ich noch was vergessen? Ich denke, das ist für die Vorstellung an sich ganz gut. Dann hätte ich mal die Frage, seit wann bist du in der Aceback-Community aktiv und wo? Aktiv ist vielleicht das falsche Wort, weil ich habe vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mich bei der Schweizer Community, weiß nicht, also es gibt die Schweizer Homepage und da haben wir eigentlich WhatsApp-Chats und wir treffen uns so ungefähr einmal im Monat. Seit ich dabei bin, mehr online als vor Ort. Und da habe ich, ja, so habe ich, hat das Ganze begonnen. Und da ja Corona war, habe ich dann online nach Communities gesucht. Und das war dann, eigentlich kam ich zur Community ziemlich genau dann, als der Podcast gestartet hat. Und in der Schweizer Community, eben aktiv ist das falsche Wort. Ich nehme teil an so einzelnen Treffen. Aber es wird jetzt dann auch ein Verein werden, deshalb ist aktiv vielleicht übertrieben. Okay, möchtest du etwas zu deinen Interessen und Hobbys erzählen?
Naja, Hobbys hauptsächlich Sport, so ein bisschen alles, aber nur hobbymäßig. Also in Form von, ich bin in nichts richtig gut. Ich mache es einfach gerne. Also Unihockey oder generell so Spielsport oder dann klettere ich noch oder ja, ich mache noch Wushu, das ist eine chinesische Kampfkunst. Ja, so ein bisschen, so querbeet, was ich, worauf ich gerade Bock habe. Ja, okay. Dann kommen wir mal mehr zum Podcast. Welche Aufgaben übernimmst du denn bei Inspektron? Ich moderiere ein paar Folgen, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Und dann habe ich auch schon geholfen bei der Recherche für ein paar Folgen. Weiß nicht mehr, wie viele. Zwei sind sicher gewesen. Drei, vier. Ja, und dann habe ich auch noch das, ich glaube, das Logo, das wir haben, das mit den Regenbogen und der Lupe, da habe ich auch mitgeholfen, das zu entwickeln. Und ich glaube, du schneidest ja auch ab und an, ne? Das ist ja auch Ah noch eine ja. ganze Menge. Ah ja, stimmt. Ja, aber da muss ich jetzt etwas kürzer treten. Das braucht nämlich mehr Zeit, als man denkt. Ja, das ist ziemlich aufwendig. Ja, dann zu einer bisschen schwierigeren Frage. Bei dem Podcast geht ja schon ein bisschen Zeit drauf. Warum hast du dich eigentlich entschlossen, beim Podcast-Projekt mitzumachen? Und was sind deine Ziele beim Podcast? Naja, also Anfangsjahr, also oder wann war es? Mai, April, Juni, da wo wir beschlossen haben, das zu tun, da hatte ich noch sehr viel Zeit. Ja, es waren Sommerferien und ich habe nicht so viel gearbeitet und dann war das Zeitargument hier noch nicht da, sondern es war hier eine coole Nebenbeschäftigung. Und ja, es geht mir eigentlich darum, dass wir mehr gesehen werden einfach, weil irgendwie existieren wir einfach nicht. So, ja, und das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist am Ganzen. Und ja, und das mindestens genauso wichtig, einfach weil es Spaß macht. Und weil wir es können. Also, ja. Die Begründung gefällt mir immer noch, die ist ziemlich cool. Ja, weil wir Weil es wir es können, das ist können gut. und weil wir gesehen werden wollen und so. Das sind ziemlich gute Ziele. Ich finde, da passt auch die nächste Frage ganz gut. Und zwar sind wir ja nun schon ein Weilchen dabei und gab es in der Zeit mit Inspekten so Tiefpunkte oder Höhepunkte oder irgendwas, was du eben bei Inspektren gelernt hast, was du für dich mitnehmen kannst? Wow, okay, also ja, wir machen schon jetzt etwa ein halbes Jahr oder so, aber irgendwie doch noch zu wenig lange, um dass ich jetzt da vieles nennen kann. Also ja, als Tiefpunkt kann man vielleicht nennen so ein paar Kritiken, dass wir zu unpräzise mit Begriffen sind, aber das hängt bei mir vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass mir Begriffe einfach nicht so wichtig sind, weil viele Leute sie verschieden definieren und man es sowieso beschreiben muss. Deshalb frage ich mich manchmal, weshalb die überhaupt existieren, wenn sie alle verschieden definieren. Aber ja, es sind solche Dinge, die dann ja schon etwas unerfreulich sind, aber gleichzeitig nur schon die Tatsache, dass wir Feedback kriegen, ist dann eben wieder sehr erfreulich. Also das sind sicher die Höhepunkte, dass wir Feedback kriegen, dass auch unsere Treffen jedes Mal und dass wir einfach, ja, wir sind viele verschiedene Persönlichkeiten und es ist eigentlich auch immer schön, uns zu unterhalten. Also sowohl wenn wir moderieren als auch unsere Redaktionstreffen. Ich denke, das sind schon die Höhepunkte. Ja, und auch da bei einer Folge mit den Gästen, das fand ich schon ziemlich cool. Ja, also. Sehr cool. Hast du ein oder zwei Fun Facts über dich, die du uns mitteilen möchtest? Ja, das einzige Fun Fact, das kein Fun Fact ist, das mir einfällt, ist, dass ich kein Fun Fact nennen will. Das ist auch ziemlich cool Ja. eigentlich. Sehr gut. Nein, mir fällt einfach Okay. nichts ein. Ehrlich gesagt, spontan darauf zu antworten, ist auch echt nicht einfach. Okay, aber eine Frage hätten wir noch. Gibt es noch irgendetwas, was du über dich erzählen möchtest oder eine Message, die du an die Welt, weitergeben möchtest?
naja, keine tiefgründige Message, aber eigentlich, ich glaube, etwas, was man nie genügend oft hören kann, ist einfach, dass es egal, welche Haltung man zu solchen Themen hat, wie eben jetzt Sexualität oder so, solange man niemandem schadet, ist alles okay und sollte alles okay sein, und das sollten auch alle Menschen so empfinden, ist so ein bisschen meine Meinung. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt noch so etwas wie Teambildungsphasen. Richtig, Noah? Ja. Die wir uns anschauen sollten. Genau, es gibt da eben insgesamt, ich muss mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phasen. Wobei, na, die sechste, die wollen wir nicht. Aber ja, das erfahrt ihr gleich auf noch, die warum. Verzichten wir lieber fürs Erste. Ja, genau. Und die erste Phase wäre da die Teambildungsphase. Da passiert sowas wie Zusammenfinden der Gruppe, eventuell das Ausloten der Fähigkeiten der einzelnen Personen. Dann werden Fragen zum Projekt besprochen, geklärt, also quasi die Grundlagen geschaffen. Hatten wir auch, oder? Bei Inspektren. Ja, ja, definitiv. Das hatten wir ja auch gleich zu Anfang, so bei dem ersten Treffen. Wann war das nochmal? Am 6.5. Genau. Letztes Jahr, also 2021. Genau, da hatten wir ja drüber gesprochen. Also da kann ich mich auch noch ziemlich genau dran erinnern. Also das passt doch. Diese Teambildungsphase hatten wir definitiv auch. Das ging auch. Das ging aber relativ schnell bei uns, glaube ich, dann. Ja, ich glaube, wir sind recht schnell in die nächste Phase, in die sogenannte Orientierungsphase übergegangen. Da geht es eben um das gegenseitige Abtasten, also Vergangenheit besprechen, die Ansichten, die Fähigkeiten, sich so ein bisschen beschnuppern, könnte man sagen. Hm. Ich glaube, das ist so ziemlich ineinander übergegangen. Ich weiß auch gar nicht, ob diese beiden Phasen immer so klar zu trennen sind. Also ich glaube, dass das generell nicht immer so distinkte Phasen sind oder so einfach zu trennen ist, so wie meistens, wenn wir versuchen, irgendwas zu kategorisieren und Modelle aufzustellen, die dann so irgendwie so eventuell funktionieren, aber eventuell auch nicht immer ganz funktionieren. Aber dass wir uns irgendwann so gegenseitig abgetastet und kennengelernt haben, das war eh klar, weil wir, also das haben wir gemacht, weil wir zusammenarbeiten mussten irgendwie und geschaut haben, wer macht was, was wollen wir machen, passt das eigentlich und so weiter. Ja. Und dann geht das Ganze relativ schnell quasi in die nächste Phase über, die sogenannte Konfrontationsphase. Da geht es eben wirklich darum, dass man den Platz in der Gruppe findet, also in dem Team in unserem Fall, dass nochmal Grenzen ausgetestet werden, was wird toleriert, was nicht. Eventuell Auseinandersetzungen werden ausdiskutiert und koordinierende Personen können da helfen. Und da muss ich sagen, doch, wir hatten doch eine Person auch heute noch, die so bisschen gezeigt hat, dass sie gut koordinieren kann. Weißt du, an wen ich denke? Ja, ja, sicher. Da gibt es eine Person, die kann das sehr gut. Das stimmt. Fühl dich angesprochen. Haben wir alle unseren Platz gefunden in der Gruppe? Ich denke doch. Also, ja, so richtig wie Konfrontation, muss ich sagen, fühlte sich das eigentlich nicht an. Ich denke, wir waren uns eigentlich ziemlich einig. Gut, wir mussten das noch ein bisschen kennenlernen, aber eigentlich war es doch recht entspannt. Ja, also in meiner Erinnerung zumindest. Ich denke, Konfrontation muss auch nicht immer so total eskalieren. Das können auch einfach so kleine Meinungsverschiedenheiten sein oder so. Oder und die hat man immer. Also die hatten wir ja so ab und an auch, so ganz kleine Kleinigkeiten zumindest, wo man sich dann vielleicht nicht sofort einig ist, wo man dann drüber diskutiert oder so. Hat doch schon wieder einer so Treffen verpennt und solche Kleinigkeiten. Ja, das gibt's ja, auch. Ja. Das auch, ja. Und kann die Person nicht auch mal ein bisschen mehr machen? Ja, oder was auch immer, halt auch gar nicht. Es muss ja auch gar nicht immer so schlimm sein, dass da irgendeine Bedrohung direkt dabei ist oder so. Aber ich würde sagen, jede Person, die auch neu in die Gruppe, ins Team dazukommt, muss dann immer trotzdem auch noch seinen Platz finden wieder. Oder ihren Platz finden. Ja, definitiv. Das wird immer so ein bisschen kommen. Ich wollte nur noch mal sagen, das kann auch einfach sein, dass bei mir das Wort Konfrontation so ein bisschen
aus Vergangenheit negativ konnotiert war, aber du hast recht, das muss ja nichts Schlimmes sein. Ja, nee, ich glaube, da ist nicht gemeint, dass der Konflikt oder die Konfrontation so schlimm ist, dass sich das ganze Team auseinanderfällt, weil, ich meine, das kann natürlich passieren, aber wir haben da nachher noch drei Phasen und wäre jede Konfrontationsphase so schlimm, dass gar nichts mehr funktioniert, müsste es die ja nicht geben. Behaupte ich mal. Ja, hallo, ich bin Gilman, ich komme aus Deutschland. Ich benutze die Standardpronomen für jemanden mit meinem Chromosomenpaar. Okay, dann frage ich dich mal, was für Labels würdest du verwenden oder identifizierst du dich überhaupt auf dem Aceback oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das mit dem Aceback ist so eine Sache. Also ich war bis vor einem Jahr der festen Überzeugung, ich wäre demisexuell, tendenziell asexuell. War dann lange auf der Suche, was andere Gründe hatte, habe jetzt festgestellt, dass ich möglicherweise nur die letzten Jahrzehnte in einer toxischen Beziehung war und entwickle mich momentan mehr so in Richtung Allo. Aber die Zeit wird es zeigen. Ach, sehr cool. Okay, und seit wann bist du in der Aceback-Community aktiv und wo? Aktiv bin ich eigentlich nur online. Momentan tatsächlich auch nur bei der Podcast, weil Real Life ist einfach momentan zu stressig, was allerdings mehr mit dem Beruf zu tun hat. Und aktiv bin ich seit anderthalb Jahren oder so. Ungefähr anderthalb Jahre. Aber auf jeden Fall im ersten Lockdown bin ich über eine liebe Freundin von mir, Camilla, die ja auch in der Szene einigermaßen bekannt ist, auf den Server aufmerksam gemacht worden. Also auf den deutschen Aceback-Server. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen von Aceback weggehen und frage ich dich, hast du Lust, ein bisschen was über deine Interessen und Hobbys zu erzählen? Jo, Interessen von mir sind vor allen Dingen mal Sprachen. Also ich versuche gerade ein bisschen Französisch zu lernen. Ich versuche gerade ein bisschen Ukrainisch zu lernen, was ja auch mit meinem Beruf etwas zu tun hat. Wir kümmern uns jetzt demnächst halt um einen ganzen Schwung ukrainischer Kinder. Und ich hatte im ersten Lockdown mal versucht, Polnisch zu lernen. Da bin ich gescheitert, aber ich habe zumindest dann ein paar slawische Vorkenntnisse, die mich da hoffentlich weiterbringen. Ansonsten bin ich so ein Standard-Nerd, also ich mag Online-Computerspiele, ich mag alles, was rund um Computer und Internet zu tun hat. Ich bin vor dem Lockdown tatsächlich mal Marathon gerannt, also ich laufe gerne. Allerdings ist das in letzter Zeit, also der Lockdown, also Corona hat das ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Puh. Ansonsten bin ich ein kleiner Hedonist, ich mag gutes Essen. Ich mag es mit Freunden abzuhängen. Ab und zu schreibe ich auch mal was. Jo, das sind eigentlich so meine Haupthobbys. Kommen wir mal Richtung Podcast. Und zwar, welche Aufgaben übernimmst du bei Inspektren? Ich mache den Schnitt meistens wenigstens, wenn ich dazu Zeit habe. Mir gehört die Webseite. Also ich administriere quasi den Blog so im Hintergrund. Das sind so die Hauptaufgaben, die ich übernehme. Und wenn es die Zeit und das Thema zulässt, moderiere ich auch mal. Cool. Dann möchte ich noch fragen, warum hast du dich eigentlich entschlossen, bei dem Podcast-Projekt mitzumachen? Und was sind eigentlich deine Ziele für den Podcast? Okay, ich hatte mich entschlossen, also die Idee zu dem Podcast kam irgendwann mal vor anderthalb Jahren so, also relativ kurz, nachdem ich auf den deutschen Aceback-Server gekommen bin, während einem Server-Treffen auf, dass man einen Podcast machen könnte. Und da ich Podcast-Erfahrung habe, habe ich mir halt gedacht, ja cool, die Idee unterstütze ich und ich würde da auch quasi meine technischen Kenntnisse zur Verfügung stellen.
Meine persönlichen Ziele für die Podcasts, also persönliche Ziele habe ich eigentlich gar nicht. Das geht mehr so in Richtung so Ziele, die wahrscheinlich irgendwie alle haben. Einfach bekannter zu machen, dass es eben auch Leute auf dem A-Spec-Spektrum gibt. Und auch zu zeigen, dass wir tatsächlich eine lebende Community sind und nicht irgendwelche sauertöpfischen Leute, die eben mit ihren Mitmenschen nichts anfangen können und deswegen alleine zu Hause sitzen und die ganze Zeit nur Netflix gucken oder so. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht mir in erster Linie darum, uns bekannter zu machen. Dann vielleicht, was waren denn so in dem vergangenen, ja jetzt bald schon Jahr, deine Tief- und Höhepunkte mit in Spektren? Also Höhepunkte gab es einige. Also erstmal, dass es überhaupt geklappt hat, die Podcasts auf die Beine zu stellen. Und dass es dann auch wirklich sehr gut angenommen wurde in der Szene. Tiefpunkte, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, außer dass es dass bei mir halt momentan mit der Zeit überhaupt nicht reicht, aber das hat halt andere Gründe. Noch ein oder zwei Fun Facts über dich, wenn du möchtest? Ich war schon im japanischen Fernsehen und im mexikanischen Fernsehen, aber noch in keinem einzigen deutschsprachigen Fernsehen. Ich habe mal Marilyn Manson die Hand geschüttelt. Cool. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du über dich erzählen möchtest oder eine kleine Message an die Welt von dir? Diese Frage muss ich leider aus religiösen Gründen nicht beantworten. Tut mir leid. Nee, ich habe da eigentlich jetzt nichts groß zu erzählen. So, Noah, jetzt habe ich eine Überraschung für dich. Wow, welche? Dein Interview ist jetzt das nächste. Habe ich gerade entschieden. Bist du bereit? Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Magst du dich mal vorstellen nochmal? Ja, gut. Im Prinzip habe ich das am Anfang der Folge gemacht, aber gern nochmal. Also ja, ich nenne mich Noah. Meine Labels sind Ace und Demiromantisch. Wenn man noch genauer werden will, dann auch Demisensuell. Pronomen vielleicht. Also im Alltag verwende ich sie und ihr, weil ich mir da einfach keinen Stress machen will. Ich mag es aber tatsächlich lieber, wenn man gar keine Pronomen verwendet, also in dem Sinne meinen Namen, also hier Noah, einfach einsetzt. Das finde ich angenehmer. Ja. Möchtest du noch genauer erklären, was diese Labels für dich so bedeuten? Also Ace meine ich im Sinne von der, eigentlich der klassischen Definition, wie wir sie in Deutschland haben, von asexuell. Also ich habe weder Verlangen nach sexueller Interaktion, noch spüre ich in irgendeiner Weise irgendwie sexuelle Anziehung. Also ist bei mir wirklich 0% vorhanden. Demiromantisch meine ich, ich sage immer so, ich hänge da so ein bisschen zwischen den Welten. Einerseits habe ich keine intrinsische Motivation, mich zu verlieben oder mit Partnermenschen eine Beziehung einzugehen. Ja, allerdings, wenn meine Demiromantik, wie ich so gerne sage, zuschlägt. Also wenn ich brauche dann dafür wirklich eine tiefe Verbindung zu einer Person, also eine tiefergehende Freundschaft, dann kann das in seltenen Fällen mal klappen. Dann ist plötzlich alles anders. Dann habe ich Lust, mit der Person wirklich zusammen zu sein. Dann bin ich wirklich verliebt und habe die, ich nenne es mal klassischen Symptome, die so gerne beschrieben werden. Und habe dann Lust und will mit der Person, also Lust im Sinne, mit der Person zusammen zu sein. Ich bleibe weiterhin asexuell. Aber ja, eben auch auf nicht kitschige, aber doch schon ein bisschen romantischere Tätigkeiten. Aber ja, es darf halt nicht so kitschig werden, wie so Valentinstag-Krams und sowas, das brauche ich nicht. Aber ja, ich bin in der Hinsicht dann auch komplett verliebt und man kann mein Gehirn dann auch ein Vierteljahr in die Ecke stellen, weil funktioniert eh nicht richtig.
Aber es fühlt sich trotzdem schön an. Ich hoffe, nach dem Vierteljahr funktioniert dein Gehirn dann auch wieder. Ja, so einigermaßen. Sehr gut. Ist auch kein Totalausfall, aber es ist schon anstrengend, weil ich dann immer sehr, sehr an die Person denke am Anfang und mich stark konzentrieren muss, mich auch noch auf andere Sachen im Leben zu konzentrieren. Aber gut, so viel dazu. Demisensuell würde ich damit auch verknüpfen. So bin ich kein Mensch, der sehr touchy ist. Also ich bin kein Riesenfan von Körperkontakt. Aber wenn ich mich verliebt habe, dann habe ich auch Lust zu kuscheln und der Person nah zu sein und sie eben auch zu spüren. Das halt in dem Sinne dazu, würde ich sagen. Ja, und seit wann bist du in der Aceback-Community aktiv, beziehungsweise wo? Kommt doch an, wie man aktiv definiert. Also mitbekommen, dass ich Ace bin, habe ich vor, ja, jetzt bald 4 Jahren. Da habe ich schon am Anfang versucht, aktiv zu sein. Ich habe da Arwen gefunden, das deutsche Arwen. Aber irgendwie... Das war so gar nichts. Ich habe dann also mal alle halbe Jahre da mal reingeschaut. Und irgendwann habe ich halt Aceback Germ gefunden. Das ist, glaube ich, jetzt etwa 1,5 Jahre her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und erst auf Aceback Germ bin ich dann so nach und nach ein bisschen aktiver geworden. Ja, und inzwischen mache ich halt hier bei dem Podcast mit. Noch ein paar anderen Projekten. Und im Moment... leite ich auch noch den Stammtisch bei mir in der Stadt. Allerdings, da Inspektion doch ganz schön viel Zeit braucht, werde ich das wahrscheinlich bald an jemand anders abgeben. Aber ja, also bin doch inzwischen ein bisschen aktivistisch tätig in dem Bereich. Ja. Jetzt mal abseits der Community, was sind eigentlich deine Interessen und Hobbys? Besser zu fragen, was mich nicht interessiert. Sehe ich auch so. Ging mir ähnlich. Jetzt verstehst du mich. Ja. Ich versuche mal ein paar Dinge zu nennen. Also ich bin definitiv künstlerisch veranlagt in sämtlicher Hinsicht. Also ich male, ich plastiziere, ich baue mit Ton ganz gerne. Manchmal habe ich auch Bock zu stricken. Ton ist richtig cool. Ja, ich liebe es. Kann ich stundenlang machen. Schmuck entwerfe ich, designe ich Pappmaché, ich mache so ganz kleine Anhänger. Ach ja, gut, da könnte ich noch eine Weile weiter erzählen. Also ich bin auf jeden Fall, verbuchen wir es unter kreativ. Ach ja, ich schreibe übrigens auch. Vielleicht sollten wir einen Hobby-Podcast machen. Gut, hören wir mal auf. Dann bin ich auch gerne in der Natur. Ich wandere sehr gerne, ich fahre gerne Fahrrad, schwimmen. Was auch ein Riesenfan bin ich von Astronomie. Also da informiere ich mich auch. Und wenn ich es mal schaffe, gucke ich mir auch die Sterne an. Habe zurzeit kein eigenes Teleskop, aber naja, irgendwann will ich wieder eins haben. Ich würde sagen, ich bin vielfältig interessiert, ja. Ich glaube, nehmen wir das so, sonst reden wir hier noch eine ganze Weile weiter. Ja. So wie bei mir. Ja. Brechen wir hier ab. Okay. Und welche Aufgaben übernimmst du beim Inspektrum-Podcast? Auch einige. Unter anderem moderiere ich. Ich bereite gerne Folgen mit vor. Mit Tenna zusammen sind wir für die Bildchen zuständig. Also hauptsächlich zeichnet die Tenna, aber ich bin bei der Ideenfindung und beim Skizzieren mit dabei. Ich lese eure Mails. Also schreibt mir gerne Mails. Ich lese sie zuerst. Nehme auch so ein bisschen Kontakt nach außen auf. Habe auch jetzt schon manchmal so Interviewgäste mit ranbekommen. Habe jetzt zwischenzeitlich auch quasi so ein bisschen, ich sag mal, Qualitätskontrolle gemacht, Folgen mitgehört, muss mal gucken, wie ich das weitermache. Also ich würde auch hier sagen, vielfältig dabei. Korrigiere mich, wenn irgendwas nicht passt oder was fehlt, aber ich denke, das trifft. Ich denke, du hast das Wichtigste genannt. Aber warum hast du dich eigentlich entschlossen, bei dem Podcast-Projekt mitzumachen? Wie du schon gesagt hast, da geht ja Zeit drauf. Und was sind deine Ziele?
Ja, warum habe ich mich entschlossen, da mitzumachen? Eigentlich muss ich sagen, ich habe ja was in die Richtung studiert, was mit Medien zu tun hat. Und ich hatte schon lange Bock, irgendwas mit Radio oder Podcast zu machen, weil das eigentlich total meins ist. Und als ich dann zufällig in dem Chat gelesen habe, dass sich das Leute überlegen, habe ich gedacht, oh, da ist meine Chance, das muss ich ergreifen. Hinzu kommt, dass ich sowieso Bock hatte auf ein Projekt. Ich bin ein Projektmensch, ich will in meiner Freizeit irgendwas Sinnvolles machen. Und das erschien mir einfach cool und gleichzeitig halt auch, ich habe wirklich erst mit Anfang 30 rausbekommen, dass ich asexuell bin und dann kam eben demiromantisch und sowas noch alles hinterher. Aber ich hätte das sehr gerne früher gewusst, beziehungsweise wenn ich drüber nachdenke, eigentlich wusste ich das schon immer, ich hatte nur keine Begriffe dafür und ich dachte, mit dem Podcast kann man Leute erreichen. Und ihnen dann eben vielleicht helfen, dass sie das schneller rauskriegen und sich nicht so lange wundern und falsch fühlen. Und genau das ist eben auch mein Ziel, das bekannter zu machen und Leuten zeigen, hey, wir sind ganz normale Menschen, normal in Anführungszeichen, versteht sich. Und ja, wir haben Spaß und wir unterhalten uns gerne über Themen und ja, hört einfach zu und macht mit. Ja, ich glaube, so kann ich es ausdrücken. Ja, das klingt spannend. Und was waren so deine Tiefpunkte und Höhepunkte bei den Spektren, seitdem wir begonnen haben? Beziehungsweise wo hast du was gelernt? Gelernt habe ich eine ganze Menge. Kann ich gar nicht einzeln benennen. Umso mehr man sich mit Themen beschäftigt und drüber spricht, umso mehr kriegt man raus. Auch über mich selber habe ich ja noch einiges mehr rausbekommen. Also im Prinzip ist eigentlich jede kleine Folge, die rauskommt, so ein kleiner Höhepunkt für mich. Ich kann es gar nicht an einer Sache festmachen. Wenn Leute uns Feedback geben, sei es nun positiv oder negativ, das ist einfach, wenn ich sehe, es wird mit uns interagiert, ist das für mich ein kleiner Höhepunkt. Tiefpunkt war für mich jetzt, ich bin halt privat umgezogen vor kurzem und dann festzustellen, dass ich nicht gleichzeitig das schaffe und inspekt, sondern dass eben meine Kraft auch irgendwo begrenzt ist. Aber gut, das ist auch normal und damit muss man auch klarkommen und das war vielleicht so ein kleiner Tiefpunkt, aber ich denke, es ist in Ordnung. Das darf so sein, dass man mal ein bisschen zurücktreten muss. Ja. Na gut. Hast du dann noch ein oder zwei Funfacts über dich? Also, ja, ich habe einen Funfact. Oder beziehungsweise mir wurde gesagt, das ist ein Funfact. Ich habe ja zwei kleine Katzen. Eli und Jimmy. Jimmy, den kleinen Kater, den rufe ich gerne mal mit Herr Katze. Und er hört da auch drauf. Mir wurde gesagt, dass das ein Funfact ist. Herr Katze. Ach, es geht doch garantiert als Funfact durch. Ich hoffe doch. Ja gut, dann kommen wir zu am Ende mit deinem Interview, aber bevor du dich wieder in die Rolle der fragenstellenden Person begibst, gibt es noch irgendetwas, was du uns über dich erzählen möchtest oder eine Message, die du allen mitteilen möchtest, die uns hören? Ich bin kein Mensch der großen Worte. Die kommen dann, wenn dann, eher spontan aus dem Bauch heraus. Ich glaube, das, was ich am wichtigsten finde, ist zu sagen, dass man Mut haben sollte, man selbst zu sein. Und wenn man merkt, so wie ich bisher gedacht habe, ähnlich wie bei dir, das Label passt doch nicht, dann sollte man auch den Mut haben und ehrlich zu sich selber sein und sagen können, hey, ich habe mich geirrt, vielleicht ist doch eher das und das, dass man einfach den Mut aufbringt, man selbst zu sein. Ja. Ich glaube, das reicht. Ja, hallo, ich heiße Olli. Ich bin Aro-Ace und identifiziere mich als Agender bzw. nicht-binär und verwende im Deutschen keine Pronomen. Möchtest du noch etwas darüber erzählen, was diese Labels bzw. Begriffe für dich bedeuten? Also zum einen, auf AOAs habe ich jetzt keine genauere Verortung im Sinne von Microlabels, die verwende ich jetzt für mich nicht. Es hat eventuell mal eine Phase vor einer längeren Zeit gegeben, wo ich vielleicht
demisexuell war, könnte man es heute beschreiben, aber das habe ich dann irgendwann aufgegeben, das so präzise immer festzunageln. Ich sage immer Aro-Ace und das passt für mich. Und das Label an sich ist für mich, also seitdem ich es endlich kenne, ich habe es leider erst sehr spät in meinem Leben, bin ich überhaupt über das Konzept Asexualität und Aromantik gestolpert. Ich finde es als starke Befreiung, weil ich jetzt endlich präziser mal formulieren kann, wer ich bin, was für Art von Beziehungen ich, wenn dann halt gerne hätte und dass ich so auch Erwartungsdruck, den ich in frühen Beziehungen empfunden habe, dadurch vermeiden kann. In dem Sinne finde ich das Label für mich als empowernd. Dann würde ich dich gerne noch fragen, seit wann bist du in der ASPEC-Community aktiv und wo? Ich glaube, das war so Ende 2019. Da bin ich dann genau auf den Discord-Server ASPEC German gelandet und habe ich da eine Weile umgetan und mitdiskutiert und auch viel gelernt aus den Diskussionen, die da so stattfanden. Und dann nach einer längeren Zeit, da gab es ja noch die Corona-Pause, aber irgendwann fand ja dann auch zum Glück wieder diese Stammtisch statt. Und da bin ich dann zum A-Stammtisch Ruhrgebiet schon mehrmals gewesen. Und genau, am Sonntag treffen wir uns wieder. Und ja, seit Folge 11 bin ich ja jetzt auch im Spektrum-Podcast aktiv. Und genau, das sind so meine Berührungspunkte bisher mit der ASPEC-Community. Okay, dann mal weg von ASPEC-Themen. Möchtest du was über deine Interessen und oder Hobbys erzählen? Ich bin ein Computerwesen. Ich frickel gerne alles mit Computern rum. Ich mache es einerseits auch beruflich, aber auch viel in der Freizeit. Bin auch Mitglied in einem Computerclub, in einem Hackerspace. Und genau. Und ja, neben der Arbeit und dem Spectrum-Podcast bleibt sonst auch nicht mehr viel Zeit für viel anderes. Deswegen habe ich jetzt so andere Hobbys eigentlich nicht mehr. Und welche Aufgaben übernimmst du bei Inspektren? Zum einen die Homepage, zum Beispiel die Beiträge von neuen Folgen dort online gehen. Mache ich das dann vom Format her, hübsche ich das ein bisschen auf und füge die Inhalte, Shownotes, Quellenverweise hinzu. Qualitätskontrolle, die Folgen nach dem Rohschnitt nochmal anhöre, gucken, ob da eventuell noch was korrigiert werden sollte, müsste. Und genau, seit neuestem bin ich jetzt auch bei Social Media ein bisschen aktiv, habe jetzt den Mastodon-Kanal eröffnet und damit ASPEC Inspektren da auch vertreten ist. Ja, und für die eine oder andere Folge mache ich dann Vorbereitung, Moderation. Und genau, bei der Vereinsgründung bin ich auch noch ein bisschen aktiv. Wann hast du dich denn entschlossen, bei Inspektren mitzumachen und was wären deine Ziele für das Podcast-Projekt? Also das war genau diese besagte Folge 11, wo ich als Gastperson mitgemacht habe. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und deswegen freut es mich auch umso mehr, dass ich dann auch Teil des Teams werden konnte. Und genau, was mir halt wichtig ist, ist eben das Wissen über Aromantik, Asexualität und andere ASPEC-Themen auch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, damit andere Menschen es nicht so haben wie ich, erst so spät im Leben darüber zu erfahren und genau, über sich mehr zu erfahren und ihre Identität dadurch besser ausdrücken und finden zu können. Also das beneide ich echt viele Jüngere, die auf dem Discord-Server sind, wie früh die davon wissen und so viel schon für sich geklärt haben, was bei mir leider viele, viele Jahre gedauert hat. Okay, bei dir war das ja jetzt noch kein ganzes Jahr, aber in der vergangenen Zeit, die du jetzt bei Inspektren bist, was waren denn deine Tiefpunkte oder Höhepunkte? Also Tiefpunkte hatte ich jetzt eigentlich keine bisher erlebt und Höhepunkte oder was ich mitnehme, ist vor allem das Learning,
Ich hätte nicht gedacht, wie aufwendig es ist, Podcasts zu produzieren. Wenn man das echt jetzt selber mit den ganzen Vorbereitungen, Nachbereitungen, Qualitätskontrolle, Producing, Schnitt, das hätte ich echt so nicht gedacht. Das ist also wirklich, das habe ich auf jeden Fall schon mal gelernt. Und was ich durch das Podcasten jetzt auch gelernt habe oder erfahren habe, dass meine Stimme, mit der ich eigentlich sonst immer hadere, dass sie aufgezeichnet besser klingt für mich. Das war ein sehr großer Überraschungsmoment, wenn ich das Podcasten jetzt erfahren habe. Hast du ein oder zwei Fun Facts über dich für unsere ZuhörerInnen? Eigentlich nicht wirklich. Also, was an mir witzig ist, dass überlasse ich dann anderen zu beurteilen. Wollen wir weiterschauen in die nächste Phase? Ja, da gibt es die Organisationsphase. Und da legt dann die Gruppe oder das Team legt dann die Arbeitsregeln fest. Und es wird dann eben auch ein Feedback-System etabliert oder beziehungsweise das in der Gruppe den Austausch ermöglicht und der Austausch in der Gruppe auch gut funktioniert. Hat auch ganz gut geklappt, denke ich. Ja, klappt auch immer noch mit unserem Feedback-System. Meistens, ja. Ja, also ich meine, wie immer, also wie schon bei der Konfrontationsphase, es gibt immer so Punkte, die manchmal so ein bisschen... Aber das gibt es, glaube ich, in jedem Team und in jeder Gruppe, oder? Also so ganz einwandfrei. Ja, Gedanken lesen können wir halt alle noch nicht, glaube ich. Nee, man muss auch wirklich lernen, den Mund aufzumachen und zu sagen, wenn irgendwas nicht passt. Denn man kann nicht von anderen Menschen im Team erwarten, dass die einem alles an der Nasenspitze ansehen. Aber wenn man den Mut hat, das auch zu sagen, in Worte zu fassen, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ja. Eine weitere Phase, die würde ich sogar sagen, in der wir gerade stecken, ist die sogenannte Arbeitsphase. Hier wird eben die Arbeit aufgenommen und die Konzentration gilt einfach ganz der Aufgabe. Ja, also ganz dem Podcast. Genau. Bei uns im Moment. Da kann ich gar nicht mehr so viel ergänzen. Jetzt fehlt nur noch eine Phase und die wollen wir noch ganz, ganz lange hinauszögern, wenn es geht, oder? Ja, definitiv. Oder so weit aber wie möglich. Aber nennen wir sie trotzdem. Ja, also der Vollständigkeit wegen. Es gibt dann noch ja, sowas wie eine Auflösungsphase. Das wäre dann der Abschluss, die Auflösung der Gruppe, eben noch einmal Feedback über den ganzen Prozess und Ende des Projekts quasi. Ich glaube, es versteht sich von selbst, dass wir das erst einmal aufschieben wollen. Definitiv. Wir haben noch so viele Ideen. Wir haben noch viel zu tun, bevor wir uns genau. irgendwie auflösen, würde ich sagen. Also das schieben wir noch ganz weit nach hinten. Aber vielleicht sollten wir auch noch zu den ganzen Phasen sagen, dass es eben in diesen unterschiedlichen Phasen auch immer mal wieder zu Stillständen und Rückschlägen kommen kann. Und dass es eben auch zu Gruppenneuformierungen kommen kann oder dass erneuter Phasendurchlauf nötig wird. Im Prinzip hatten wir das an der einen Stelle ja auch schon mal angesprochen. Also es ist nichts Festes. Es ist wie alle ja. Modelle ein Versuch, Dinge zu beschreiben. Aber Wirklichkeit ist wie immer zu komplex dafür. Die nächste Person hat uns das, die Interviewantworten schriftlich zukommen lassen, und zwar Suri. Und Suri hat auch noch eine Vorbemerkung geschrieben. Und zwar lautet die, vorab möchte ich betonen, dass ich hier nur aktuelle persönliche Meinung, wie sie gerade im Rahmen eines solchen Interviews Platz finden kann, ausdrücke. Dabei halte ich mir das Recht vor, mich selbst und meine Meinung zu ändern. Die fehlende Interaktivität des Ganzen provoziert, denke ich, Missverständnisse. Dabei halte ich mir das Recht vor, Dinge anders zu meinen, als andere sie interpretieren, vielleicht auch anders als der selbstreflektive Teil meines Bewusstseins interpretiert. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur ersten Frage, und zwar der Vorstellung mit Namen und Labels.
Ich bin Suri. Asexuell, aromantisch und agender. Insbesondere aber, und das scheint für mich persönlich in den vorangenannten Punkten sehr zentral, autistisch. Damit sind hier Formen von Sex-Queer, Romance-Queer, Gender-Queer und Neuro-Queer genannt. In dem Zuge möchte ich dann auch darauf hinweisen, dass ich ethno-queer bin. Ein Elternteil ist aus Europa und eines aus Indien. Generell denke ich, dass der Begriff Queerness noch viel zu klein gedacht wird. Erkennen und benennen wir alle Formen von Queerness, wird die selbst erklärte Normalität vielleicht als das offenbar, wofür ich sie halte. Die Dominanzkultur einer übergriffigen Minderheit, welche alles Anderssein durch Beschämung versklaven und zerstören will. Mit Pronomen mag ich gerne experimentieren. Gerne they, x oder keine Pronomen. Eine für mich zufriedenstellende Lösung ist da noch nicht implementiert. Exzessive Vielfalt, die Absurdität verdeutlicht und damit das verirrte Konstrukt von Binarität dekonstruiert, gefällt mir für den Übergang. Dahinter denke ich besser nicht mehr, sondern deutlich weniger und nur ein Universalpronomen für alle Personen. Ähnlich finde ich das Akronym grausig und schadhaft und bevorzuge den Sammelbegriff Queerness. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Was bedeuten diese Labels-Begriffe für Suri und wie würde Suri sich genauer auf dem Aspect verorten? Labels, sofern sie denn selbstbestimmt sind, halte ich für eine gute Möglichkeit, Gedanken und Gefühle, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da einen Unterschied gibt, zu ordnen und weiterzuentwickeln. Auch im Widerstand gegen Beschämungen können Labels helfen. Und seit wann ist Suri in der Aspect-Community aktiv und wo? Ich denke, die Frage ist auf eine Art und Weise gemeint, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Queeres Dasein, welches von außen unsichtbar gemacht wird, bewegt sich, denke ich, oft ein bisschen zwischen Masking und Gaslighting. Soweit wir schaffen, uns davon nicht völlig zermürben zu lassen und uns selbst treu zu bleiben, sind irgendwie immer und überall aktiv. Für uns selbst, für die Community, für die Freiheit, egal ob wir jetzt Begriffe und Banner dafür haben oder nicht. Okay, kommen wir zur Frage nach Interessen und Hobbys. Eine Antwort, die Frage nicht so ernst nimmt, ist, in der Nase bohren befreit die Atemwege und ist mediativ. Und dann steht hier noch, ich mag gerne Science-Fiction und Fantasy als Genre, insbesondere wenn dabei im freien Gedankenspiel ernste und konstruktive Überlegungen zu unserer Realität mit Spaß und Kreativität möglich sind. In der Nase bohren. Ich finde das ein gutes Hobby. Entschuldigung. Okay. Welche Aufgaben übernimmt denn Suri bei Inspektren? Theoretisch insbesondere den Schnitt. Praktisch fehlt mir dafür oft die Zeit. Oder fehlt Suri dafür oft die Zeit. Deutlich häufiger bin ich bei den Vorbereitungen und als Person im Off bei den Aufnahmen, sagt Suri. Und warum hat sich Suri entschlossen, beim Podcast-Projekt mitzumachen und was sind die Ziele für den Podcast? Also, ein bisschen sollte es ein Lernspiel sein, eine ungezwungene Freizeitaktivität mit neuen Impulsen und eine Möglichkeit zum Austausch mit anderen. Wenn andere am Ergebnis Gefallen finden, ist es ein Bonus, aber nichts, was irgendwie notwendig zu erreichendes Ziel wäre. Und was waren im vergangenen Jahr die Höhepunkte, Tiefpunkte und beziehungsweise, was hat Suri dabei gelernt? Also die Tiefpunkte sind die Momente, in denen es an Zeit fehlt und in denen es Erwartungshaltungen gibt. Da ist es dann witzlos und ich frage mich, wieso ich dafür meine Freizeit opfere, sagt Suri. Vielleicht trägt mein Autistischsein dazu bei, dass ich das so erlebe, im Sinne von Pathological Demand Avoidance. Dann steht da noch, Höhepunkte sind deutlich die Folgenvorbereitungen und die Momente zwischen den Takes und darum herum bei einer Aufnahme. Ach ja, und die Gelegenheit, im Vorstellungstext Stan Lee zu referenzieren, hat auch Spaß gemacht. Hat Suri 1 bis 2 Funfacts über sich geschrieben? Ja, 2 sogar. Der erste wäre, um die A's zu Frage 1 fortzuführen, Alexithymie und Aphantasia sind auch dabei und auch etwas anarchistisch und irgendwie agnostisch in meinem Pan-entheistisch sein. Und zweitens ist,
Suri hat mal Terry Pratchett die Hand geschüttelt. Cool. Und gibt es noch etwas, was Suri über sich erzählen möchte oder eine Message an die Welt? Excelsior! Hi, ich bin Sal. Meine Pronomen sind im Deutschen eher ihm, im Englischen he, him und they, them. Ich bin Aro Alo und außerdem noch bi, nicht-binär und trans. Vom Geschlecht her würde ich es zusammenfassen als: Ich bin nie weiblich und was ich sonst bin, wechselt zwischen männlich, irgendein Geschlecht, das nicht männlich und oder weiblich ist, gar nichts und Cheese Error. Ich weiß nicht, warum die Genderfunktion einen Cheese Error ausspuckt, aber sie spuckt einen Cheese Error aus. Okay. Hast du damit schon alles gesagt, was diese Labels für dich bedeuten, oder möchtest du dazu noch was sagen? Zum Thema Aro-Alo. Ich bin aromantisch und allosexuell, das heißt, ich empfinde sexuelle Anziehung und keine romantische Anziehung. Ist es mir als Label ziemlich wichtig? Einfach nur, weil es eines der Labels, wegen denen ich vermutlich am meisten Mist abkriege. Was vielleicht nicht der schönste Grund ist, warum es mir wichtig ist. Egal. Seit wann bist du denn in der Aceback-Community aktiv und wo? Grob seit Dezember 2017. Ich habe es nachrechnen müssen in der Vorbereitung für dieses Interview. In Wien. Ich bin Teil von Ace Aro Wien und betreue die E-Mails. Also falls ihr an die E-Mail-Adresse von Ace Aro Wien schreibt und ewig nichts zurückbekommt, das ist meine Schuld. Ansonsten bin ich bei Discord-Servern ein bisschen aktiv und jetzt bei Inspectren ziemlich neu mit dabei. Seit Februar noch nicht mal. März. Abseits der Aceback-Community, was sind deine Interessen und Hobbys? Ich liebe Mathematik. Ich lese gern Fantasy und Science Fiction. Schreibe auch ein bisschen. Und Fanfic. Und ich sticke sehr gerne. Nicht stricken mit R, sondern sticken mit ohne R. Da kann man auch sehr viele schöne Pride-Sachen sticken. Das macht Spaß. Oh, dann wissen wir ja, wo wir nachfragen können. Ich mache auch Sachen für andere Leute. Sehr cool. Dann noch eine andere Frage. Welche Aufgaben übernimmst du denn jetzt beim Inspectrum Podcast? Das pendelt sich gerade ein. Momentan helfe ich bei der Vorbereitung mit und bei Aufnahmen. Und ich bin auch der Ersatzprotokollführer, wenn Finn gerade nicht da ist oder nicht kann. Bei unseren Redaktionssitzungen, sollten wir vielleicht dazu sagen. Ja, da bin ich die Ersatzperson. So. Protokollführer, Stellvertreter. Ja, ich kann auch nicht immer können, oder? Okay. Eh nicht. Gut, dann wechseln wir schnell mal das Thema. Nee, warum hast du dich entschlossen, beim Podcast-Projekt mitzumachen? Und was sind deine Ziele für den Podcast? Ich wurde gefragt, ob ich als Gast bei einer Folge dabei sein will und es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gefragt, ob ich mitmachen kann. Und jemand hat erwähnt, dass Finn ganz alleine aus Österreich da ist und dann, dass ich dazu stoßen sollte. Das war, glaube ich, ein Scherz. Aber ich bin einfach irgendwie reingerutscht. Ich glaube, ich habe noch gar keine konkreten Ziele. Ich mache jetzt einfach nur mal mit und schaue, was passiert. Auch total legitim. Da sind wir auch gespannt. Okay, die nächste Frage ist eigentlich nach den Tief- und Höhenpunkten, aber ich glaube, in der kurzen Zeit wird es wohl noch nicht so viel geben. Deswegen frage ich mal lieber, was hast du denn bis jetzt gelernt oder was nimmst du bis jetzt mit? Dass es möglich ist, bei etwas mitzumachen, das man selber nicht anhören kann. Weil ich schaffe es meistens nicht, wegen Geräuschverarbeitung Podcasts zu hören, weil ich mache jetzt beim Podcast mit. Das ist irgendwie sehr seltsam gefühlt. Aber irgendwie cool.
Ja. Ich hoffe, es macht trotzdem Spaß. Absolut. Ich schaff's nur irgendwie nicht, das Endprodukt dann anzuhören selber. Es gehören dann genügend andere Leute an. Hast du ein oder zwei Fun Facts über dich? Ich mag Drachen. Ich mag Drachen sehr. Das ist auch mein häufigstes Stickmotiv bis jetzt. Drachen sind cool. Ich habe aber noch nie Drachen gestickt. Sieht man jetzt nicht, aber ich hätte gerade auch einen Drachen am Kragen, den ich gestickt habe. Ja, ich habe einen Plüschdrachen gerade hier. Der nennt sich Rubber Duck, weil den habe ich ursprünglich besorgt, damit ich etwas zum Rubber Ducken habe, falls Leute das kennen. Dass man irgendwas hat, womit man redet, um Probleme zu lösen. Also heißt jetzt mein Stoffdrache Gummiente. Message an die Welt: Drachen sind toll. Jeder braucht einen Stoffdrachen mit dem Namen Gummiente. Ja, eindeutig. Auch in dieser Sonderfolge wollen wir wieder unsere Rubriken machen und ich starte jetzt einfach mal gleich mit dem Lexikon. Und zwar haben wir uns den Begriff Allonormativität heute rausgesucht. Allonormativität beschreibt die weit verbreitete Annahme, dass jede Person sexuelles Verlangen kennt und dieses Verlangen ausleben möchte und dass Sex die höchste Form der Intimität darstellt, beziehungsweise dass man ohne Sex keine wirkliche Intimität erleben kann. Ja, genau. Und die Konsequenzen davon sind Aceback-Feindlichkeit, also Diskriminierung von Menschen auf dem asexuellen Spektrum, kann aber auch eigentlich auch für allosexuelle Personen schwierig werden in manchen Fällen, weil generell Menschen, die das nicht so sehen oder nicht so empfinden oder denen Sex vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, obwohl sie sexuelles Verlangen vielleicht auch empfinden, Gefühle und Menschlichkeit abgesprochen werden, beziehungsweise sie auch als unnormal markiert werden. Und ja, es führt halt auch zu Sex als Pflicht in einer Beziehung oder zumindest dazu, dass die Erwartung in jeder Beziehung, also in jeder Partnerinnenschaft, Sex zu haben, legitimiert wird quasi. Ja, und ich würde jetzt gleich mit der Kulturecke weitermachen. Und zwar habe ich euch heute das Buch The Invisible Orientation, an Introduction to Asexuality von Julie Sondra Decker mitgebracht. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Einführungswerk in Asexualität, sofern eine Person gut genug Englisch spricht bzw. lesen kann, um es zu verstehen. Das Buch ist in sechs Teile gegliedert. Im ersten geht es hauptsächlich darum, eben, was ist Asexualität überhaupt, während sie dann im zweiten auf die Diversität und die unterschiedlichen Erfahrungen von Personen auf dem asexuellen Spektrum eingeht, also zum Beispiel auf romantische Orientierung und dass eben asexuelle bzw. Personen auf dem asexuellen Spektrum eben auch unterschiedliche romantische Orientierung haben können, aromantisch sein können oder eben nicht. Dann geht es um sexuelle Aktivität, Kink, Polyamorie und eben auch um Grauzonen bzw. Graubereiche, also besonders um graue Asexualität und Demisexualität und dann um Beziehungen und weitere und dann viele Intersektionalitäten, mit denen sie sich beschäftigt. Im Teil 3 werden dann verschiedene Mythen und über Asexualität behandelt, also quasi das Bullshit-Bingo mehr oder weniger, das sie da abhandelt und sich mit den einzelnen Punkten beschäftigt. Und dann, was ich an dem Buch noch sehr cool finde, ist, dass im vierten Teil ein Teil ist, der sich eben spezifisch an Menschen richtet, die denken, dass sie vielleicht asexuell sein könnten oder auf dem asexuellen Spektrum sein könnten. Und einen Teil 5, der sich an Leute richtet, die jemanden kennen, der asexuell ist oder es vielleicht sein könnte. Genau, und dann gibt es noch einen sechsten Teil und der hat
Es ist einfach eine relativ lange Auflistung an Ressourcen. Das finde ich eigentlich auch sehr cool. Und hilft immer wieder weiter. Ja, das war's eigentlich. Ist jedenfalls ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, weil ich es für ein. Also, ich habe sehr relativ. Ist, na, ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Aber ich habe damals sehr viel draus gelernt, auch tatsächlich noch. Ja, genau. War allerdings auch mein erstes Einführungswerk in Asexualität, das ich überhaupt gelesen habe. Also vielleicht, ja. Ja, und wie immer würde ich vorschlagen, machen wir jetzt noch eine Reflexionsfrage, aber diesmal ein bisschen anders. Und zwar ist die Frage: Ist dir etwas Besonderes in Erinnerung geblieben dieses Jahr oder was nimmst du aus diesem ganzen Jahr in Spektren mit? Also jetzt muss ich die Frage auch gleich beantworten. Ich denke, was ich mir mitgenommen, also mitnehme, ist einfach auch, dass ich viel über mich nachgedacht habe, auch noch mal ganz anders dadurch, dass wir den Podcast gemacht haben. Ich habe dann im Endeffekt ja auch mein Label geändert und das war für mich also irgendwo auch schon eine spannende Reise unter Anführungszeichen in der Metapher. Und es war voll cool, euch als Inspektren-Team da dabei zu haben. Ja, ich muss sagen, ich fand es auch cool. Ich nehme das auch mit. Also, ich habe auch eine ganze Menge über mich selber gelernt und ich denke, die Reise geht da noch weiter. Und ja, das Jahr mit euch, das ist schon cool. Und wir hatten entweder in den Folgen, aber auch in den Vorbereitungen und so zwischendurch total tiefe Gespräche. Und ich glaube, wir sind so richtig guten FreundInnen zusammengewachsen. Und es ist echt cool. Vor allen Dingen, der Wahnsinn ist ja einfach bis jetzt. Gut, einige haben sich schon gesehen, aber ich habe zum Beispiel von euch außer einer Kamera bisher noch keinen Menschen live gesehen. Und ich freue mich, dass wir das jetzt demnächst mal hinbekommen. Und dass man trotzdem so tiefe Gespräche führen kann und einfach so viel Spaß haben kann. Und hey, wir haben das aus dem Nichts quasi einen Podcast aus dem Boden gestampft. Also ich würde mal sagen, keiner von uns war da irgendwie Profi. Wir haben es einfach gemacht, Learning by Doing. Und ich finde, das ist doch echt cool bis jetzt geworden. Und wir verbessern uns ja stetig weiter. Ja, da stimme ich dir auch voll zu. Und auch die Gespräche, die wir haben, auch während den Folgen oder auch in der Vorbereitung oder auch immer, wenn wir Gastpersonen dabei haben. Ich habe vor allem die Folge zu Aceback außerhalb binärer Geschlechterkategorien, Geschlechtsidentitäten noch sehr präsent im Kopf, auch als besondere Erinnerung. Die fand ich sehr cool zu machen, auch mit den Gastpersonen. Ja, die ganzen Gender-Folgen fand ich eigentlich sehr interessant. Eigentlich kann ich nicht sagen, dass ich, also alle Folgen, an denen ich mitgearbeitet habe, fand ich interessant. Ja, Kann es ich gar war. nicht anders sagen. Und was ich auch noch ganz, ganz toll finde, ist einfach die Bereitschaft zu helfen. Wir haben ja auch ganz viele Leute im Hintergrund. Also einmal die Gastperson, aber auch Personen im Hintergrund, die mitschneiden, obwohl sie sonst gar nicht quasi dran beteiligt sind, oder Leute, die Untertitel machen und die da einfach Spaß dran haben und uns helfen und es einfach so eine Bereitschaft gibt. Und ich muss sagen, ich habe mich über jeden Kommentar bisher gefreut, ob gut oder schlecht. Ich meine, man muss ja auch kritisieren, dass wir einfach Feedback bekommen und ich hoffe, dass es einfach noch viel mehr davon gibt. Bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, möchte ich mich heute oder wollen wir uns heute noch bedanken. Und zwar geht ein großes Danke natürlich an das Inspektren-Team, die ihr auch in den Interviews gehört habt und auch darüber hinaus an alle anderen Personen, die mitarbeiten und nicht zu unserem Kernteam gehören, aber die immer wieder einzelne Dinge übernehmen, schneiden, Untertitel machen und uns immer wieder unterstützen. Dann möchte ich noch herzlichen Dank sagen an alle Gastpersonen, die wir im Podcast auch hatten, schon und natürlich an alle, die noch kommen werden. Danke jetzt schon. Und natürlich an alle Hörerinnen von Inspektren. Und ein ganz besonderes Danke an diejenigen, die kommentieren, uns bewerten und Feedback geben. Ja, das war's, glaube ich, mit Bedankungen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Unsere Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes und wie immer möchte ich euch darum bitten, zu kommentieren, eure Meinung dazulassen, uns zu erzählen, was wir vergessen haben. Naja,
oder eure Kommentare zu was auch immer ich gesagt habe und alle anderen. Ich weiß nicht, ich rede manchmal nicht so viel, also manchmal rede ich ein bisschen Blödsinn. Könnt ihr auch gerne kommentieren oder mir irgendwas erklären, was ich nicht verstanden habe, das passiert auch. Ja, genau. Wo findet ihr uns? Ihr findet uns auf unserer Website inspektren.eu und natürlich auf Twitter, Instagram, Facebook, Mastodon und YouTube. Das findet ihr aber alles auch in den Shownotes. Außerdem erreichen könnt ihr uns auf unter unserer E-Mail inspektren@gmx.net und natürlich auf dem Aceback German Discord Server, wo ihr auch manchmal im Voice Chat einfach mit uns reden könnt oder uns über unseren Channel anschreiben könnt. Genau. Meldet euch. Tja, Finn, damit wären wir wieder am Ende unserer Folge. Und wir machen uns wieder ans Vorbereiten der nächsten Folge. Also, ciao. Bye.